Was geht ab, meine lieben Freunde? Ihr seht Raptastisch. Heute geht es um Kollegas Rückzug aus der Musik. Vor einigen Tagen kündigte Kollega sein neues Soloalbum Monument an, mit dem er sich völlig neu erfinden will. Wie er im Trailer zu der Platte ankündigte, erwartet den Hörer Real Talk von der ersten bis zur letzten Zeile und ein Kollega 2.0. Sowohl der Albumtitel als auch der Titel der ersten Single Dear Lord deuten darauf hin, dass der Boss der Bosse seinen Trademark-Style aufgibt und weniger auf Punchlines setzt und stattdessen über ernste Themen rappt. Zudem erklärt er in seinem großen Stern-Interview, dass er sich in Zukunft Gedanken darüber machen will, welche Inhalte er seinen Hörern präsentiert und welche Vergleiche er in seiner Musik macht. Nun veröffentlichte der 34-Jährige einen Post, der jeden Fan aufhorchen lässt. Wie er ganz offiziell erklärt, möchte er nach Release des Albums weniger mit der Musik zu tun haben und sich nur noch darum kümmern, guten Menschen zu helfen, da er sonst bereits mehr habe, als er sich je erträumen konnte. Damit deutet er ziemlich konkret auf ein mögliches Karriereende hin. Nach Farid Bang, UFO361 und Rafka Mora ist Kollega bereits der vierte große Rapper, der 2018 an ein Ende denkt. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.